Ruineninsel oder Puddinginsel? Wenn hier steht verheerte Insel. Wandbild der verheerten Insel. Kann da nicht mal. Hier, ne? Verheerte Insel. Broken Isle. Ah, die gibt's tatsächlich. Aber die habe ich nicht tatsächlich gesucht, sondern in Genshin Impact. Gucken wir mal. Oh. Ach, das ist die Broken Isle, quasi Ruineninsel oder wie? Sicher? Ich meine, die zeigen mir alle Inseln an. Ich gehe mal zur Broken Isle, also zur Ruineninsel. Und dann gucken wir mal. Zentraler Berg. Painted Wall ist hier zentral. Ne? Ich denke mal, das ist der zentrale Berg. Und dann brauchen wir dieses Minispiel. Nein, machen wir gleich. Ja, ich wechsle gleich zu ihr. Ich muss erstmal die Painted Wall finden. Useless. Da unten ist eine. Ah ja, okay, gut. Das ist es tatsächlich. Sollte ja nicht so schwer sein. Oder doch? Okay. Oh. Okay. Wollte gerade sagen. Schwer mir nicht den Weg zur Wandmalerei. Oder was ist mit mir? Nicht schon wieder. Dafür ist noch ein Frosch, oder? Nein, gut. Ich wollte gerade sagen. Die Frösche waren das letzte Mal schon nicht so toll. Ah ja, hier. Einmal bitte betrachten. Ja. 5 Säulen und 5 Tassen mit Wasser drin. Was soll das nur bedeuten? Ja, okay. Mama. Hier gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Und dann kommen wir so. Sehr schön. Ah, das haben wir jetzt auch. Wand der namenlosen Insel. Wandbild namenlose Inselchen. Okay. Ach, das hatten wir schon, ne? Ja. Es fehlt uns eigentlich nur noch eins. Okay. Gefunden auf der Insel am westlichen Rand der Twinning Isle. An der Nordwand des Berges, also Zwillingsinsel. Ist das hier die westliche der Dings? Das ist, glaube ich, die namenlose Insel, ne? Da war man, glaube ich, schon gefunden. Ich glaube, das ist ja das. Komm. Einmal bitte hin. Ne, warte mal. Auf der Insel am westlichen Rand. Doch. Oder? An der Nordwand des Berges. Das könnte aber auch hier sein, ne? Hier.
restlich westlicher Rand der Twinning Isle oder hier? Also eben hier oder da? Ich mach mal kurz eine Markierung für mich. Also entweder ist es hier oder hier. Gut. Einmal kurz wieder wechseln. Entschuldigung, Schluck auf. Bin etwas aufgeregt. Entweder ist es jetzt hier. Und das andere soll knifflig gewesen sein. Ich finde das viel kniffliger. Okay, ich glaube, hier ist es nicht. Ah! Danke. Von auf der Insel am westlichen Rand. Oh, das ist doch da. Ich gehe nochmal kurz hier hoch. Also die... Nicht die, sondern die hinten, die Insel. Ich flieg mal rüber. Gut, das ist dann da, das Inselschirm. Fallen wir ja mal kurz rüber, ne? Kann ja sein. Wir haben ja ein bisschen Ausdauer, ne? Ein bisschen Geduld. Das kriegen wir schon hin. Alles mit, was ich mitnehmen kann. Hoffentlich. Ich meine, hier sind wir auch schon gewesen. Ich frage mich, wie das Flutverhältnis hier ist. Ich meine, sie hat das ja auch irgendwie aufgebaut. Hat sie die Flut wieder ausgelöst und deswegen Schutzzauber drum gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das ist gerade so ein bisschen, merkwürdig. Da könnte es sein, dass wieder hinter so einem Spiel versteckt ist. Eine Wandmalerei. Dass sie wieder was vorgebaut hat, die olle Zippe. Oh Gott, so, damit war hier, ne? Von wo? Oder darf ich hier schon? Nee. Ja. Nee, darf ich nicht. Aber wo darf ich denn? Oder darf ich dich so töten? Nee, darf ich nicht. Oder? Nee. Bin mir sicher, dass es dahinter. Aber wo ist das Ding? Ach nee, hier ist die Wandmalerei. Sorry. So. Sieht auf sein kaputtes Schiff und eine Gruppe von Leuten, die andere retten. Ist nicht ganz klar, was das bedeuten soll, aber wir machen eine Skizze von der Wandmalerei. Machen wir. Also haben wir uns alle die Wandmalerei notieren. Wenn wir sie jetzt verbinden, sollten wir herausfinden, was passiert ist. Dennoch fühlt es sich so an, als würde die Wandmalerei noch eine andere Nachricht verbergen. Wenn es doch nur jemand beim Deuten helfen könnte. Gelernt. Genau. Immerhin. Das wäre das Beste. Aber wo finden wir hier so jemanden? Oh, Palmon hat gehört, dass man Gelehrte für gewöhnliche Bibliotheken findet. Richtig? Gehen wir zurück und versuchen unser Glück. Wer weiß, wir könnten den Gelehrten dort finden, den wir brauchen. Juhu. Okay, gut. Dann kehren wir mal einmal nach Monster zurück. Und gucken mal.
Haben wir jetzt noch ein bisschen was mitgenommen. Können uns vielleicht dann noch ein bisschen healen. So, ich nehme mal die hier, ne? Genau. Kann ich vielleicht auch mal was trinken? Ich hätte mal wieder Durst. Ja, hat funktioniert. Super funktioniert. Gut. Kann er jetzt lordeln? Nö. Ja. So. Na, haben wir wenigstens noch ein bisschen was. Nö. Dann war das wenigstens nicht ganz umsonst. Obwohl, wir haben ja eigentlich noch 20 Tage Zeit, also. Wait? Nein. Ich glaube, die Karte ist nicht ganz. Hier, Said. Hallo Freund, kann ich was für dich tun? Ja, zähle ich wohl dazu. Denn da sagt, bin ich ein anderen gelernt, aber ich schätze, das ist einfach nur eine Unterkategorie. Nun denn, bist du auf dein Problem gestoßen, bei dem du Hilfe eines Gelehrten benötigst? Ja, hier, komm. Ah ja, okay. Eine Insel im Meer und die Wandmalereien, die du dort gefunden hast, faszinierend. Daraus schließe ich, dass du nach einem Gelehrten suchst, der dir beim Entziffern dieser Wandmalereien helfen kann. Ja. Selbstverständlich, ich habe noch nie eine Gelegenheit ausgelassen, das Unbekannte zu studieren. Dann sollten wir nicht weiter Zeit verschwenden. Dürfte ich einen Blick auf diese Wand mal reinwerfen? Ja, klar, hier bitte. Oh, nicht schlecht, ganz und gar nicht schlecht. Entschuldigt, ich brauche einen Moment zum Nachdenken. Ja. Die Dinge, die hier in der Wand waren, sind an sich nicht schwer zu entziffern. Ich kann sie noch nicht alle in die richtige Reihenfolge bringen, aber es sollte in Ordnung sein, wenn wir versuchen, sie eins nach dem anderen zu verstehen. Zunächst haben wir die Mantelerei, die eine schiffbrüchigen. Gruppe Schiffbrüchiger darstellt, ja. Genau. Nachdem sie Schiffbruch erlitten haben, müssen sie zu der Insel getrieben sein, wo du auf die Wandmalerei getroffen bist. Dann sind sie auf der Insel geblieben. Diese Malerei zeigt fünf Gegenstände mit fünf verschiedenen Markierungen darin. Okay. Wie fünf mit Wasser gefüllte Tassen, wobei jeder eine andere Menge enthält. Eine solche Darstellung deutet für gewöhnlich auf eine Veränderung des aktuellen Status von etwas hin. Eine Veränderung der Situation. Jedoch kann ich nicht genau sagen, was dieses etwas sein könnte. Ja, die Flut, ne? Doch da sie sich mit dem Mutter befindet, könnte dieses etwas natürlich Meerwasser sein. Schauen wir als nächstes die Wandmalerei an. Ja. Nach einem weiteren Schiffbruch begrüßt die Insel einige neue Gäste. Das dürfte wohl die Gruppe sein, die hier einen Rettungsversuch gestartet hat. Wenn du außerdem einen Blick auf das Wrack wirfst, das hier abgebildet ist. Die erste Wandmalerei deutet nur auf ihre Situation hin, aber diese geht bezüglich des Schiffswracks doch sehr ins Detail. Vielleicht war gerade dieses Schiffswrack von seltsamer Bedeutung für die Menschen, die auf dieser Insel strandeten. Nun kommen wir zu dieser Wandmalerei. Ja. Hier bin ich bin sicher, dir fällt auf, dass dieser Berg besonders hervorgehoben wurde. Ich vermute, dass dies ein wichtiger Ort für die Menschen dort gewesen sein muss. Und schließlich kommen wir zu diesem hier. Offensichtlich haben sie einen Weg gefunden, diese Insel zu verlassen, sind aufgebrochen. Das ist also die Geschichte, die die Wandmalerei erzählt. Genau. Manchmal sind Bilder intuitiver als Sprache, wenn es darum geht, Informationen aufzuzeichnen und weiterzugeben. Ich sollte euch danken, dass ihr die Geschichte und Wandmalereien zu mir gebracht habt. Ich hätte nie gedacht, dass mir solche Dinge im Monster einmal begegnen würden. Vielleicht sollte ich mir etwas Zeit nehmen und draußen einen Spaziergang machen. Das war's. Okay. Schade. It's bomb. So heavy. Ja. Was haben wir denn noch? Ich gehe mal erstmal einmal durch. So, das war das. Ja, hier kommen. Machen wir das nicht auch? 40, 40, 40, 40. Sucrose könnten wir machen. Aber auch die, ne? Dann nehmen wir aber erstmal hier Xing Yang. Genau. Der hat Angst vor Fröschen? Ah, okay. Ich würde mal sagen, ich mache aber, glaube ich, erstmal vor heute Schluss, ne? Wenn wir sowieso nur ein bisschen Zeit haben. Nö.
Dann können wir das immer noch machen. Okay. Eiskalt Spuren, geht's da nach Inazuma? Mal gucken. Aber nicht heute. Würde ich mal sagen. Ich guck nochmal beim Händler vorbei, wie immer. Ja klar, gibt's das auch, ne? Hier. Okay, wie viel hatten wir eigentlich? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich guck mal. Ich guck mal, da war, glaube ich, schon, ne? Ah, okay, gut. Das ist nett. Probieren wir mal unser Glück. Gucken wir mal. Ja. Bennett, sehr schön. Nochmal Razor. Okay. Ja, cool. Sehr schön. Hier fällt mir. Genau, können wir auch gleich nutzen. Nein. Das will ich nicht portieren. Hier, komm. Wolfsinstinkte. Wuhu. Sehr schön. Und dann haben wir Bennett. Den können wir ausrüsten. Ja, hier. Welches nehme ich mal für ihn? Das können wir einmal verstärken. Beziehungsweise verfeinern. Genau. War das? Okay. Das können wir eigentlich auch verstärken, ne? Hier verfeinern. Ja, ich weiß. Hier. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Dass auch immer gleich nach da unten muss, ne? Hyper, ja, wahrscheinlich 5% von. Okay. Schwert der Dämmerung. Oh, ist das hier quasi? Ich guck mal, dass ich das hier auch mal. Oder? Nee, das ist das hier, ne? Erhöht die KT. 21% 21. Okay. Natürlich, Das hier oder das hier? Ach komm, wir geben das hier. Why not? So, dann gucken wir mal bei den Artefakten. Gucken wir mal bei Abenteurer. Wohl, dann müsste ich ihm das ja quasi eigentlich geben, ne? Berserker. Komm, wir geben ihm Berserker, ne? Ja, komm. Da war ja schließlich genug. Nö. Nee, passt. So, jetzt wollte ich mal nach Dings gucken. Glück. Schließlich hat er hier noch was grünet. Der Abenteurer, ne? Ich glaube nicht nur. Warte mal, was hat er eigentlich? Ah, nein! Ach, warte mal. Feueropfer, ne? Aber da habe ich nicht so viele, ne? Eins, um genau zu sein. Okay.
und Abenteurer. Gehen wir mal das hier. Da hat er schon. Und hier hat er, glaube ich... Oder? Genau, hier hat er das Feueropfer, glaube ich. Genau, gut. Ja, ich glaube aber, das war es erstmal für heute. Das reicht, ne? Oder können wir hier noch was holen? Ich guck nochmal. Ah, ja. Wir haben genau 5. Wie viele Dings haben wir eigentlich? Ich guck mal kurz hier. Ich weiß, dass wir 0 haben. 7. Also fehlen uns 3 Gebete. Nein. Händler. Da war ja... Ja. Okay. Das war ein bisschen zu convenient. Wollen wir unser Glück nochmal probieren? Da brauche ich noch nicht... Komm, machen wir. Probieren wir nochmal unser Glück. Vielleicht ist ja was dabei. Ich meine, hey, wir hatten eben schon... Ne? Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diesmal sind nur Waffen dabei. Ja, diesmal sind nur Waffen dabei. Okay. Schade. Dabei bin ich extra darauf gegangen. Opferschwert, okay. Ist das so ein besonderes Schwert? Göttliche Fügung überschränkt die Abklingzeit einer Mentalfähigkeit beim Versuchen von Schaden mit der Fähigkeit. Okay. Wer könnte die bekommen? Klingt ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Da gebe ich ihm die Waffe. Oder ihm. Wir verstärken die erstmal. Ja, komm. Oh, ja gut. Dann noch nicht. Wir warten erstmal, bis wir die auf Dings hochkriegen. Nö. Nee, habe ich ja schon gerade geguckt. Genau. Okay, nee, dann warten wir erstmal, bis wir die überhaupt hochkriegen. Und dann, warte mal, hier habe ich ja auch noch nicht. Wie nachlässig von mir. Ich habe die verfeinert, aber daran habe ich nicht gedacht. Ja, ich mach's mal kurz anders. Ich will gerne die hier weiter benutzen. Ja, ist in Ordnung. Kann ich doch irgendwie abwählen, ne? Okay. So geht's auch. Ganz umständlich, aber gut. Ein Bogen ist da noch. Wo? Ach, da. Ich habe ihn gerade gesehen aus dem Augenwinkel. Da. Komm. So, dann machen wir mal. Ja, ist in Ordnung. Okay. Gut. Aber wenigstens hier schon mal seine Waffe auch hochgestuft. Nö. Ist ja schon mal etwas. Ja, ja. Ist in Ordnung. Nein. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich hier hin. Genau.
Ah, okay. Okay. Aber eigentlich schon alle ganz ordentlich, bis auf Razor. Der hat echt schwache Waffe. Aber ansonsten sind die alle schon ziemlich gut, ne? Zumindest die Ausgerüsteten. Da unten ist ja alles egal. Nee. Ja. Sieht schon alles gar nicht mal so schlecht aus. Okay, gut, ich würde trotzdem erstmal für heute aufhören. Wir sehen uns definitiv wieder, je nachdem, wie ich schneiden werde, ne? Ja, nach langer Zeit endlich mal wieder Zeit gehabt. Ist tatsächlich so, dass ich, denke mal, alles verpasst habe, was man verpassen kann noch. Webaktion, okay. Ah ja. Ach, schon wieder. Oh gut, können wir ja ja, ne? Geht ja. Mal gucken, ob ich mal wieder vorlese. Ich meine, ihr seht die Seite nicht. Was ich ganz schön doof finde. Ich fände es besser, wenn man hier, ne? Die Seite mit aufnehmen könnte, aber irgendwie, ja. Ach so, ja, mein Geburtsjahr ist 93. Bitteschön. Ich bin, weiblich. Ich bin nicht geheim. So, wie zufrieden bin ich? Also, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich meine, hin und wieder, ja, gibt's halt so ein paar Rage-Sachen, Momente, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich liebe das Spiel. Welche der folgenden Figuren oder Waffen besitzt du aktuell? Himmelsatlas? Glaube ich nicht, ne? Gebete der vier Winde? Glaube ich auch nicht. Dahara besitzen wir nicht, aber Klee. Blasser Schwur der Freiheit wüsste ich jetzt nicht. Stolz des Himmels. Ich besitze auf zumindest schon mal Klee. Wie zufrieden warst du mit den folgenden Figuren oder Waffen? Ach, Klee ist süß. Klee ist sehr süß. Wie zufrieden bist du mit Klee in den folgenden Punkten? Verursachter Schaden? Ja doch, die Gruppenkompatibilität, Handhabung, unterstützende Fähigkeit, aussehen, Figur an sich. Alles sehr zufrieden. Also Klee ist super. Die ist voll süß. Wäre bei Klee nur nicht sehr zufrieden oder unzureichend oder darauf habe ich nicht aufgepasst, gibt der hat kein Leben. Wie zufrieden bist du insgesamt mit dem Meeresfärbungserlebnis von Version 1.6? Ja, doch. Doch, doch, haben wir es noch nicht gesehen, aber gehen wir mal, ne? Hast du an der Aktion Klang des Echos, Suche nach Echo-Schnecken? Habe ich, tatsächlich. Ich habe alle Schnecken gesammelt. Ja. Wie schwer findest du die, war eigentlich sehr einfach, ne? Ja, also, ich meine, war jetzt nicht so schwer. Hast du die Texte, der Dings gelesen? Ja, wir haben die Texte gelesen. Beziehungsweise uns vorlesen lassen. Wie gut passen die Texte der Echo-Schnecken deiner Meinung nach zur Geschichte des Goldapfel-Echo-Pies? Die passen doch super. Die passen sehr gut. Würdest du Handlungsinhalte später gerne in anderen Minispielen sehen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Hatte ich ja gesagt, ich hätte gerne das Archipel gerne weiterbehalten. Dass es generell noch weiter da bleibt. Wie zufrieden bist du insgesamt mit der diesmal herausgebenden Kleidung? Also Traum von der Meeresbrise von Jean und glänzende Darbietung von Barbara, die wir sogar haben. Also Barbaras Kleidung. Also die sahen echt sweet aus. Beide sehr zufrieden. Wie gut passt die diesmal herausgegebene Meinung danach zu den Figuren? Ja, auch, ne? Also ich meine, die haben die charakterlich gut angepasst. Wie findest du den Preis von Jeans Kleidung? Völlig überteuert. Ich gebe kein Geld in den Spiel. Es tut mir leid, eigentlich ist der Preis vielleicht, ich weiß nicht, ist für mich zu überteuert. Ich gebe, wie gesagt, kein Geld für das Spiel aus, weil, ne? Wie findest du den Archontenauftrag Kapitel 2 Prolog Herbstwinde tiefrote Blätter? Habe ich noch gar nicht teilgenommen, ne? Oder? Oder ist das hier mit Dings? Mit, war das hier mit Dings? Also dem zweiten, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, mit dem zweiten Gott quasi, war das das vor der, wo wir nach Liwe gegangen sind? Ja, dann zufrieden. Ja, ich glaube, das war das zweite Kapitel. Das erste war mit Venti, ne? Und dann kam ja der, ne? Im Folgenden geht es um Kampflegenden des Windes, okay? Welche Aussage beschreibt dein Erlebnis mit der Teilnahme von Kampflegenden des Windes am besten? Ich weiß noch nichts von der Aktion.
Sorry? Vor allem geht's um Bum-Bum-Ballkampf. Ja. Nur nicht teilgenommen, so wirklich, also. Warum bist du, nimmst du nur sporadisch oder gar nicht an Aktionen, ne? Ich habe noch nie. Zielort. Okay, also, ich lese mal alle vor. Der Zeitaufwand, um die Belohnungen, die man haben will, zu erhalten, ist zu hoch. Ja. Ich wusste nicht, wie ich teilnehmen soll, oder ich habe vergessen, teilzunehmen. Das passt auch, also mit vergessen. Es ist zu schwierig, die Belohnungen, die man haben will, zu erhalten. Ich habe nicht mitbekommen, dass es neue Level gab. Ich mag keine Spiele, bei denen man schnell reagieren muss. Das stimmt nicht so ganz. Ich habe noch nicht die erforderliche Stufe erreicht. Ich verstehe den Spielablauf nicht. Der Zielort des vorausgegebenen Auftrags ist zu weit entfernt von der Teleportationspunkten. Mich interessiert die Aktion mit wenigen Handlungen nicht. Das stimmt auch nicht so ganz. Ich habe Wichtigeres zu erledigen, will ich nicht ankreuzen. Die Belohnungen sind sehr reizvoll. Anderes bitte eintragen. Ja. Zu wenig Zeit. Zu wenig Zeit einfach. Wir haben zu wenig Zeit. Aktionen laufen einfach viel zu schnell ab und ich habe einfach zu wenig Zeit. Im Folgenden geht es um unaufhörliche Schlacht. Haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Ne? Ich mache mal wieder das. Und dann nehmen wir die gleichen Antworten von eben. Genau. Belohnungen. Zeitaufwand. Und mit endlos kommenden Gegnern. Ja, nee. Achso, das war das, ne? Unaufhörliche Schlacht. Okay. Zu wenig Zeit. Genau, anderes. Bitte eintragen. Komm. So, zu wenig Zeit. Mal gut, dass die PlayStation nach einer Weile Sätze vervollständigt. Wie sehr willst du Genshin Impact weiterspielen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich will das definitiv weiterspielen. Ich will die Story erleben. Ich will mit ihr mitfühlen und generell noch mehr Charaktere sammeln. Ich bin ja sowieso so ein Sammelenthusiast. Deswegen spiele ich ja auch hier Gedöns. 11K Arena. Geht's ja auch nur rein ums Sammeln. Mehr nicht. Also ich spiele es auf jeden Fall weiter. Würdest du Genshin Impact denn bekannt empfehlen? Klar. Ich meine, bis auf die In-Game-Käufe. Definitiv. Ne? Hast du sonst noch Vorschläge, teilen möchtest? Ja, weniger Events. Ich wollte schon immer mal sagen. Die Zeit. Da oben steht es zeitlich. Begrenzt sind und ablaufen. Es wird ein langer Text. Können bevor man, ich habe leider keine Tastatur angeschlossen, dazu kommt man kann sie. Sorry, dass ich so langsam rede. Aber wenn ich schon weiterrede, dann verliere ich den Faden. Sie zu spielen. Ah, ne, wollte nochmals. Und, hier, Behebung. Das mit denen, dass sich zwei Quests aufheben können. Behebung des Elements. Spielelement, ne? Komma, das eine Quest
ohne, also in Klammern ohne Ablauffrist, will ich schreiben, Ablauf und Frist. Ja, da. Das ist eine Quest, eine andere Quest mit Ablauf Friest. Ablauf und Friest. Und dann noch blockiert nach dem Klammerchen oder Kommachen. Blockieren kann. Klingt, glaube ich, besser, ne? Blockieren kann. So, das sind meine Punkte, die ich tatsächlich von dem Spiel habe. Also die Events, die halt ablaufen können. Und wenn man halt nicht jeden Tag spielen kann, ne? Weil man ja auch was anderes zu tun hat, ist das halt doof. Auch wenn die einen Monat gehen. Man hat auch mal einen Monat nicht Zeit zu spielen. Also, ne? Ist ja auch, ne? Man verpasst halt viel. Und, ja, das mit den Quests, ne? Also, es halt dreht sich halt viel darum, Dinge zu verpassen. Sorry, dass ihr das nicht seht. Dass ihr jetzt die ganze Zeit diesen anderen Dings... Okay, das war's schon. Dann schließen wir das mal. Nö. Genau. Aktion. Okay. 13. Juli, was ist das hier? Ihr werdet mal wieder nichts sehen. Es tut mir so leid. Ich würde das gerne mit aufnehmen, aber irgendwie ja. Achso, das ist wieder QR-Code-mäßig. Also wäre es sowieso doof. Ja, gut. Ich mach das mal kurz. Ja, da ist der QR-Code. Ja, komm, bitte in Safari öffnen. Dankeschön. Oh, ich liebe mein Handy. Dass es das sofort erkennt. Also vorher brauchte man ja immer so eine App dafür, um dann da QR-Codes zu scannen. Oh, ich glaube, das ist was fürs Telefon nur. Okay, das lässt sich halt... Könnt ihr machen. Geheimnisvolle Fahrt heißt das, ganze Event. Ja. Einmal wieder zurück. Nein! Nein, 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 nicht. Nicht das. Wie gesagt, könnt ihr gerne machen, ne? Belohnung für das Ausfüllen der Umfrage und unaufhörliche Schlachtende der Aktion ist leider vorbei. Genau. Der unbewegliche Gott und die verschwindenden Schatten jetzt verfügbar. Oh Gott! Das ist doch bestimmt, Dings hier, der neue, ne? Der neue Archon, ne? Oh, wir haben so viele Mora bekommen. Wir haben so viele Mora bekommen! Das ist so cool! Sorry, dass ihr die ganze Zeit das gleiche...